Pokémon-Züchter, aufgepasst! Ab dem 10. bis zum 9. März erhaltet ihr beim Besuch einer Nintendo-Zone in teilnehmenden GameStop-Filialen Silberkronkorken für eure Version von Pokémon Sonne oder Mond. Einfach die Nintendo-Zonen-App vor Ort öffnen, deinen Seriencode notieren und anschließend über das Geheimgeschehen einlösen. Über die Anzahl der Kronkorken, die du erhältst, ist derzeit nichts bekannt. Die Codes sind gültig bis zum 13. Mai 2017. Wo wir schon bei Pokémon Sonne und Mond sind, vor kurzem erschien das erste Update der beiden Spiele, welches 296 Blöcke groß ist. Es behebt den Fehler, der im Kampfblaser erscheint beim Einsatz der Attacken Z-Momentum Mori und Z-Abgangstirade, sowie den Fehler, dass einige Pokémon-Attacken, welche sie eigentlich beim Levelaufstieg erlernen sollten, nicht erlernen. Und ja, auch ein Schreibfehler bei der Ultrabestie UB02 in der japanischen Version wurde ausgebessert. Bleiben wir bei Updates, denn auch ein Update für die Pokémon Bank ist nun erhältlich. Dieses ermöglicht das Übertragen von Pokémon aus den Virtual Console Spielen sowie das Übertragen von und auf Pokémon Sonne und Mond. Mit dem Update der Pokémon Bank wurden ebenfalls die Regeln für das VGC geändert. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Forumbeitrag, welcher die Änderungen bei den Regeln im VGC auflistet, sowie einen Artikel auf Pokéfans, welcher euch die restlichen Änderungen an der Pokémon Bank auflistet. Gibt es unter euch noch Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Spieler? Falls ja, heute ist euer Glückstag! Bis zum 28. Februar 2017 habt ihr noch die Möglichkeit, euch ein Genesect mit Hilfe des Seriencodes Genesect 2016 herunterzuladen, welches ihr natürlich auf eure Pokémon Bank packen und anschließend auf Pokémon Sonne und Mond transferieren könnt. An der Stelle sei gesagt, schnappt es euch, falls ihr es noch nicht habt! Smartphone-Begeisterte dürfen aufatmen. Es gibt Hoffnung, denn ein nicht so neues, kostenloses Pokémon-Spiel erreicht unsere App und Play Stores. Naja, bislang eigentlich nur die US-amerikanischen und die aus Großbritannien. Die Rede ist von dem im Japan am 12. April 2016 erschienenen Smartphone-Spiel Pokémon Co-Master. Dieses erscheint nun auch bei uns im Westen unter dem Namen Pokémon Duel. In Pokémon Duel müsst ihr ein Team bestehend aus 6 Pokémon-Figuren zusammenstellen und dieses auf ein digitales Spielebrett in den Kampf schicken. Wer zuerst die Seite seines Gegners erreicht, gewinnt. Welche Attacke dein Pokémon einsetzt, wird über ein Glücksrad entschieden. Es ist also dem Zufall überlassen. Ob und wann dieses Spiel bei uns in den Stores erscheint, ist abzuwarten, da die Entscheidung wahrscheinlich an den Erfolg der App in den USA sowie Großbritannien geknüpft ist. Zu guter Letzt zwei erfreuliche News bezüglich des Pokémon-Sammelkartenspiels. Die NPD Group, ein amerikanisches Marktforschungsinstitut, hat im deutschen Einzelhandel außerordentlich starke Verkaufszahlen für das Jahr 2016 gemeldet. So hat das Pokémon-Sammelkartenspiel in Deutschland einen Verkaufsanstieg von 88% im Vergleich zum Vorjahr verbuchen können. Im Zuge dessen freut man sich bei der Pokémon Company schon über die neuen Erweiterungen des TCGs zu Pokémon Sonne und Mond, welche seit dem 3. Februar in den Ladenregalen auf euch warten. Ich sage, verdient, und freue mich schon darauf, die Karten in den Händen halten zu können.